Hallo und willkommen zu diesem heutigen windigen Video auf dieser Bank. Auf der habe ich schon mal gedreht. Wir machen heute mal was nicht technisches und zwar basteln wir heute mal etwas, weil es gerade zur Jahreszeit passt, eine Maipfeife. Sowas wie die hier. Und dazu brauchen wir eine Sache. Ich nehme lieber zwei Sachen, weil es angenehmer, bequemer ist. Sache Nummer eins, eine Gartenschere, weil man damit die Äste leicht abzwicken kann. Und Sache Nummer zwei, ein wunderbares Schnitzmesser. Insofern die Kamera irgendwann scharf macht, ein wunderbares Schnitzmesser. Zur Verfügung gestellt, kostenlos, dieses Opinel von meinem Sohnemann. Vielen Dank dafür. Es gibt im Mai ja diese Tradition, dass man Maipfeifen schnitzt. Aus so Ästen, die da aus dem Boden wachsen. Man nennt die auch Weidenpfeife, man kann die auch aus, also man schnitzt die bevorzugt aus Weidenästen. Ich habe hier mal eine Weide abgepflückt, ich zeige euch mal ein Video kurz. Ich glaube, ungefähr so sieht eine Weide aus. Problem bei der Weide ist, die hat relativ viele Äste hier seitlich und das macht das Ganze deutlich schwieriger, eine Maipfeife zu bauen. Man kann Haselnusssträucher verwenden, die sind relativ cool, aber die haben eine verdammt dünne Rinde. Und dann wird das Ganze schon wieder schwieriger. Warum baut man eigentlich im Mai diese Maipfeifen? Na, die ganzen Blätter treiben im Mai erstmals aus und dann haben diese ganzen Äste richtig viel Saft drin. Die sind richtig saftig und dadurch geht die Rinde ganz leicht ab. Das brauchen wir für die Maipfeife. Ich habe jetzt in dem Fall meinen Favoriten zum Maipfeifen bauen abgeschnitten. Ahorn. Wachsen ja auch überall wie Unkraut. So von der Dicke her, irgendwas zwischen kleiner Finger und Zeigefinger, hätte jetzt mal gesagt, von der Dicke her wäre ideal. Und dann zwecke ich das ab und man sieht ja hier auch schon relativ gut, dass das Teil hier Äste hat. Und zwickst es einfach mal hier unten, habe ich es abgezwickt vorm Ast. Mache nochmal einen geraden Schnitt und hier zwicke ich es auch nochmal ab vor dem Ast. Und weg ist er. Man braucht also ein Stück, das astfrei ist. Dann nehme man das Schnitzmesser, verriegeln, wichtig, zwecks Verletzungsgefahr und so. Und dann hat es jetzt von dieser Schere so eine blöde Kerbe zum Teil drin. Und die nutze ich aus, die schneide ich gleich weg, indem man hier quasi flächig unten reinschneidet, so gerade rein und dann schräg raus. Es wird quasi das Mundstück, wo man dann die Lippe anhält zum Pusten. Das sieht dann ungefähr so aus. Ich schnitz gerade rein und nach unten raus, weil dann kriegt so eine leichte Rundung, dann sieht es schöner aus, finde ich. Dann haben wir hier diese Rinde weggenommen und müssen nun exakt auf der gegenüberliegenden Seite ein kleines Stück dahinter eine Kerbe reinschneiden. Also ungefähr hier. Eine kleine Kerbe, die muss nicht groß sein, eine kleine Kerbe reinschneiden und dann schneiden wir von oben schräg zu dieser Kerbe. Dann können wir die Kerbe noch vertiefen und dann fällt dieses Rindenstück hier oben raus. Das ist quasi dann das Teil, wo der Ton rauskommt, wenn man dann reinpfeift. So, das war der erste Teil, das war der einfache Teil. Jetzt nehmen wir einfach eine Länge, eine beliebige Länge, das ist jetzt nicht tragisch, irgendwo da hinten. Und müssen jetzt hier rundum, ringsrum die Rinde einritzen. Geht auch ganz einfach. Ein bisschen Übung kommt man auch hinten wieder auf die gleiche Stelle drauf. Dass quasi die Rinde hier so ein bisschen eingeritzt ist. Ringsum. Und dann können wir mal mutig sein und das Teil nehmen und drehen versuchen. Aber das funktioniert natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt nämlich klopfen. Ganz viel klopfen, klopfen, klopfen. Und wenn der Ast dann ganz frisch ist, dann sieht man auch schon, dass da dann irgendwo Saft rauskommt an der Rinde, wenn man klopft. Und wenn man jetzt ganz viel und oft geklopft hat, kann man theoretisch die Rinde abdrehen. Wenn es nicht geht, mehr klopfen. Ich zeige euch das mal schnell, damit ihr seht, was ich da mache. So, wenn man dann weit genug geklopft hat
und genügend Gewalt aufgebracht, da muss man aber schon eigentlich vorsichtig sein, dreht sich die Rinde, sieht man, und die muss man jetzt ganz vorsichtig abziehen und erstmal zur Seite legen und am besten nicht mehr anfassen vorerst. Und jetzt haben wir hier oben diese Kerbe, wo wir vorher gerade die Rinde eingeschnitten haben. Und diese Kerbe schneiden wir jetzt in diese Richtung weg, also in Richtung Mundstück, dass wir quasi einen Luftkanal kriegen. Nicht zu viel, einfach bündig mit dieser Kerbe wegschneiden. So sieht man es ganz gut, glaube ich, dass wir einfach vorne hier den Luftkanal kriegen. Und dann schneiden wir das Ganze in etwa an dieser Stelle, wo diese Kerbe vorhin war, ab. So. Jetzt haben wir hier unser kleines Mundstückteil. Das trocknen wir jetzt gut ab. Ein T-Shirt oder so. Ehio-T-Shirt, ideal geeignet dafür. Zu kaufen im Ehio-Shop. Werbung. Und dieses Teil, wenn es abgetrocknet ist, stecken wir wieder passend in die Rinde rein. Und zwar so, dass wir hier wieder schön bündig drin sind. So. Und dann können wir schon mal testen. Erstes Geräusch kommt schon mal raus. Die zweite Rinde stecken wir, die zweiten Asch stecken wir hier hinten rein. Und dann testen wir das Ganze mal. Wir können jetzt die Tonhöhe variieren, indem wir das raus und reinschieben. Und wenn wir einen Ton haben, der uns gefällt, drücken wir die Rinde nochmal schön an. Und warten im Prinzip einfach, bis das Ganze ausgetrocknet ist. Am besten einen Tag liegen lassen, nicht zu viel spielen damit. Denn wenn das dann mal ausgetrocknet ist, hat man so wie hier eine haltende, gute, funktionierende Maipfeife. Kann das Ganze natürlich noch verzieren auf der Rückseite. Ich habe jetzt hier mal ein paar Schnitzereien reingemacht. Also das Hinterteil kann man quasi beliebig verzieren. Oder wenn man eine kleine, kompakte Pfeife haben möchte, nimmt man den Ton, den man gerne hätte, und schneidet das Teil hier hinten einfach bündig ab. Dann hat man quasi eine kleine, kompakte Pfeife, kann im Zweifel noch ein Loch durchbohren, die Kette hängen oder so. Denke ich, ist ganz nett so in der Art. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Boah, ist das windig heute und heiß. Und Pollenallergie ist auch unterwegs. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, haut einen Daumen nach oben rein. Geht raus, es ist echt schön gerade. Nutzt die Zeit aus, wo das Gras und so alles, die Bäume gerade noch frisch sind. Und schnitzt ein paar Maipfeifen. Bis dann, ciao.